Hi Leute, heute machen wir eine meiner Lieblingskonfitüren und die mache ich noch gar nicht so lange. Das ist eigentlich das zweite Mal, dass ich die mache. Denn letztes Jahr habe ich das erste Mal die Kombination ausprobiert und ich fand die so mega lecker und das ist direkt auf Platz 1 meiner Lieblingskonfitüren geschossen. Denn wir kombinieren heute Erdbeere und Wassermelone und das ist eigentlich recht ungewöhnlich, aber es ist echt super, super lecker und ich habe gedacht, ich muss euch dieses Jahr auf jeden Fall das Rezept mal mitteilen. Und deswegen mache ich auch dieses Video jetzt hier für euch. Ja, und wenn ihr mal sehen wollt, wie wir das machen, dann bleibt einfach mal dran. So, hier habe ich die Erdbeeren. 500 Gramm Erdbeeren, die habe ich schon vorgeschnitten. Habe ich gerade die Kamera nicht mit angemacht, aber ich glaube, ich brauche euch nicht zeigen, wie wir 500 Gramm Erdbeeren schneiden. Also holt euch 2 Pakete Erdbeeren, schneidet die ein bisschen und dann schneidet die, viertelt die und ab den Topf damit. So, und jetzt habe ich mir eine Melone besorgt. Das sind 4 Kilo Melone. Weil wenn ich Melone kaufe, dann hole ich mir direkt immer so eine riesen Melone, weil für mich lohnt sich das. Ich bin Melonen verrückt. Also neben Erbsen sind Melonen mein Favorite. Und hier werde ich jetzt erstmal ein bisschen was von abschneiden. Weil wir brauchen ja auch 500 Gramm, das wird auf jeden Fall zu wenig sein. So, und heute ist so ein Tag, den nutze ich immer zum Konfitüre kochen, weil draußen ist echt mieses Wetter. Wir haben gerade Sommer Anfang, beziehungsweise, ja, wir haben jetzt Anfang Juli, also Sommer ist schon dran. Aber mieses Wetter draußen, es regnet gleich richtig. Und bevor ich irgendwie doof auf der Couch liege und nichts mache, mache ich lieber das. Das erfüllt mich hier mehr. Ich weiß, es werdet ihr bestimmt lachen, aber so ist es bei mir. So, und das geben wir jetzt alles einfach so in den Topf und geben dann Gelierzucker drauf. Ich nehme immer 2:1. So, jetzt nehmen wir einen Spritzer Zitronensaft. Der gehört für mich immer da rein. Und zwar nehmen wir 3 cl, reicht, also 30 ml. Und jetzt geben wir einfach alles auf den Topf, rühren es ein, zweimal durch. Und dann 4 Minuten aufköcheln lassen, wie wir es sonst gewohnt sind. So, dann Deckel drauf, hier sind ein paar Flecken drauf. Ihr seht, das ist gerade von einem anderen Konfitüre-Rezept, was ich euch gerade gezeigt habe. Und es einfach jetzt alles aufkochen lassen und dann 4 Minuten warten. So, und mehr müsst ihr nicht machen, als das alles zu befüllen. Wenn ihr so einen großen Marmeladentrichter sucht, ich habe euch den mal in der Infobox verlinkt. So, ihr habt gesehen, diese leckere Konfitüre, das ist echt meine Favorite Konfitüre, da, ich grinse schon wieder. Ja, das ist einfach gemacht und 50-50, also 50% Erdbeeren, 50% Wassermelone. Kerne lasse ich drin, ist für mich jetzt nicht ausschlaggebend, ihr könnt es gerne vorher passieren, die Wassermelone, wenn ihr keine Kerne drin haben möchtet, aber für mich tut es jetzt keinen Abbruch. Ja, und wenn ihr es mal nachgemacht habt, schickt mir eure Fotos auf die Facebook-Pinnwand oder auf Instagram, Twitter, Pinterest könnt ihr gerne machen. Ja, ansonsten bin ich raus. Dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.